ersten Mal auf dem Joomla Day. Oh, ist ziemlich viel. Sehr schön. Herzlich willkommen. Ich will euch ein bisschen erzählen über einen Blick auf Joomla 4 und 5. Okay, scheinbar geht's nicht, dann machen wir es ohne. Ein bisschen über Joomla 4 und 5, wobei weniger was passiert in Joomla selbst, in dem Produkt, sondern so ein bisschen, was machen wir drumherum um Joomla 4, was sind die Pläne, strukturelle Probleme, Herausforderungen und auch Pläne und Ideen. Sehr früh in meinem Leben habe ich gelernt, never catch a falling knife. Kennt ihr vielleicht in der Küche, wenn das Messer runterfällt, springt weg und fangt es nicht. Das gleiche wenn ihr an der Börse seid und wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal Joomla anschauen und fragen, haben wir eine Zukunft, fällt doch ziemlich viel. Und immer kommt so die Frage, naja, was machen wir jetzt? Und ich muss aber sagen, für mich persönlich, ich sehe da das als Vergangenheit an, weil wir haben eine Besonderheit in dieser Timeline, und zwar haben wir Joomla 4 released hier. Und was ich an dem Moment entdeckt habe oder festgestellt habe in der Community, dass da etwas passiert ist, ein Ruck ist durch die Community gegangen. Wir haben früher in der Vergangenheit, waren wir, ich möchte nicht sagen arrogant, aber sehr positiv formuliert, selbst wo ich sage, naja, wir sind ja Joomla, das funktioniert schon irgendwie. Und ich glaube, ab dem Moment haben viele gemerkt, hups, jetzt ist echt ein Moment erreicht, wo wir was machen müssen. Und ich habe festgestellt, dass da plötzlich ein Wille zum Wandeln, zur Korrektur stattgefunden hat. Viele Teams wurden neu besetzt mit neuen Führungskräften, das Board wurde restrukturiert und es wurde sehr viel Zeit investiert in strukturelle Sachen. Und was wir festgestellt haben, wenn wir jetzt das letzte Jahr seit Joomla 4.0 beobachten, wir haben plötzlich einen Stopp vom Fall bekommen, von unserem Fall, besonders hier mit Joomla 4.1. Ab dem Moment haben wir keinen Market Share mehr verloren. Und wenn man wieder auf Börse zurückgeht, so die Regel ist, ab dem Moment, wo es nicht mehr fällt, sollte man anfangen zu investieren. Und ich glaube, wir haben da ziemlich viel investiert und wir haben so ein bisschen unseren Fokus geschärft in Joomla und haben unsere 4 Keypoints festgelegt. Und Joomla repräsentiert aus unserer Sicht diese 4 Punkte. Zum einen Accessibility First. Wir haben sehr stark in Barrierefreiheit investiert in Joomla. Ich würde sagen, Joomla ist, wenn nicht das, zumindest eines der barrierenfreiesten Systeme, die es da außen gibt. Wir haben sehr viel in SEO investiert, Usability und Security. Und das Schöne ist mit Joomla 4, wir sind WCAG 2.1 AA compliant. Das heißt, ihr wisst vielleicht, es gibt viele neue Gesetze, dass öffentlichen Seiten von Behörden barrierefrei sein müssen. Und mit anderen CMS, ich sage jetzt keine Namen wie WordPress, da muss man immer Add-ons installieren, da muss man Themes installieren. Wenn ihr Kundenprojekte habt, die müssen ziemlich viel Kohle da reinstecken, damit es Barrierefreiheit habt. Joomla bekommt das out of the box. Und wir haben hier ein Accessibility-Team, was hervorragende Arbeit macht. Und wenn man es anschaut, ich glaube, das ist eine Zukunft für Joomla, wo sehr viel Potenzial drin ist, weil wir sind da führend weltweit im CMS-Markt. Ich habe gestern Abend in Joomla installiert und habe mal die Beispieldateien und habe mal ein Lighthouse drüber laufen lassen, ohne irgendwas zu optimieren, ohne Cache, ohne Server irgendwas zu machen. Und wir bekommen diese Werte von Joomla. Ich nenne jetzt wieder keine Namen, andere CMS, da müsst ihr wieder massenhaft Plugins installieren und optimieren, um solche Werte zu kommen. Joomla hat es out of the box wieder hier. Das heißt, ihr bekommt ein performantes, accessible und mit Best Practice CMS geliefert, out of the box. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mit Kunden rede und ihnen diese 2 Sachen zeige, da spricht niemand mehr über andere CMS. Der dritte Punkt, wo wir uns fokussieren, ist Usability. Ihr wisst vielleicht, wir haben mit Joomla 4 ein neues Template, war so ein bisschen, viele fanden es gut, manche fanden es optimierungsbedürftig. Wenn wir ehrlich sind, es ist okay, es ist barrierefrei, aber Usability haben wir noch 1, 2 Kleinigkeiten zu verbessern. Und
Joomla tatsächlich hat ein bisschen was gefehlt, so in der Struktur, in der Entwicklung. Und die gute Nachricht ist, wir haben jetzt ein neues Usability-Team gerade in der Formatierung. Und es sind auch zwei aus Deutschland, Elisa und die Angie, und auch der Peter sitzt da, formen gerade ein Usability-Team. Und die Idee ist dahinter, dass wir jetzt sehr stark uns darauf fokussieren, Joomla noch einfacher, noch bedienungsfreundlicher zu machen. Und wenn ihr da Interesse habt, selbst Input habt, geht mal an die Leute, kontaktiert die mal, redet mal mit denen. Ich glaube, dadurch haben wir sehr viel Potenzial zu verbessern und nochmal einen Schritt weiter zu machen. Und security-mäßig, wenn man es so vergleicht wieder, ist ja immer so, gibt da Reports jährliche, da schneidet Joomla mittlerweile sehr gut ab. Auch besonders dank David mit seinem Security-Team. Und unser nächster Schritt ist das sogenannte der Update-Framework, TUF heißt das. Da ist, haben wir gerade verschiedene Sprints. Die Idee ist, sichere Updates in Joomla zu bekommen, um nochmal ein Level zu erhöhen und vielleicht dann automatisierte Updates. Und diese vier Punkte sehe ich als unser Faustpfand, warum wir den Trend gestoppt haben, warum wir plötzlich es wieder vorangeht. Und basierend darauf haben wir uns sehr viel, wenn ich wir sage, nenne ich so die Community, die aktiv in Joomla entwickelt, die Strukturen macht, haben wir uns sehr stark darauf fokussiert, was müssen wir denn machen, wie müssen wir unsere Infrastruktur professionalisieren. Wenn man so wieder in die Vergangenheit schaut, früher war es ein bisschen, wie machen wir Joomla, releasen wir heute, releasen wir morgen, releasen wir in 5 Jahren und wo sind unsere, war einfach so mal, okay, auf gut Glück. Und wir haben festgestellt, dass wir relativ viele Punkte haben, die wir eigentlich angehen müssen, die wir mittlerweile jetzt auch angehen. Und zum einen kam es sehr oft immer, naja, Dokumentation ist ja schön gut. Wir haben eine okay Dokumentation, sag ich mal, für den Enduser. Wir haben docs.joomla.org, was viele Sachen behandelt, aber natürlich auch teilweise veraltet ist. Aber tatsächlich für Programmierer haben wir gar nichts in Joomla. Also da ist ein MediaWiki nicht wirklich optimal. Und was wir jetzt starten im Projekt, ist jetzt, seit ein paar Wochen haben wir gestaltet und wird jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen befüllt, manual.joomla.org, wo wir eine programmierfokussierte Doku haben wollen. Bedeutet, ich bin Entwickler, habe ein kleines Plugin, da wird mir erklärt, wie bekomme ich mein Joomla 3 Plugin auf Joomla 4 zum Beispiel. Und ich denke, das wird uns besonders im Programmiermarkt, Extension-Markt nochmal sehr weit voranbringen. Hier auch einen kleinen Aufruf, es ist, Joomla ist Open Source, wie ihr wisst, jeder kann teilnehmen, hier kann auch jeder teilnehmen, kann jeder schreiben, wer ein bisschen Programmiererfahrung hat, schaut einfach mal rein. Es ist noch nicht da, wir haben die Struktur gebaut, es ist ganz frisch, also jetzt glaube ich 2 Wochen oder so, wirklich alt. Wir haben die Struktur gebaut und fangen jetzt an zu befüllen. Wenn ihr mal Interesse habt, schaut einfach mal rein, könnt ihr direkt draufklicken, editieren und Content einreichen. Unser zweites Challenge war in der Vergangenheit, nicht alle Releases waren perfekt, sind wir mal ehrlich. Manchmal musste man nochmal ein Release hinterher schieben und die größte Challenge war bis jetzt, wer testet das? Und wenn wir ganz ehrlich sind, offiziell haben wir ein Team, das ist Sigrid, Teamlead, die machen einen unfassbaren Job. Das sind, ich glaube, 6 Leute, die aktiv sind und die testen für jedes Release. Die haben eine riesen Liste an Tests, da macht jeder hunderte von Tests und spenden Stunden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, 6 Leute ist wenig. Und was wir dann beschlossen haben, dass wir unsere automatisierten Tests, die Joomla ein paar hat, vereinfachen, dass jeder teilnehmen kann. Und da gibt es jetzt Cypress. Ich weiß nicht, ob Hannes, der kommt, glaube ich, morgen, der macht da vielleicht was dazu sagen. Unsere Idee ist, dass wir sehr viele Tests automatisieren, um eine Stabilität in Joomla reinzubekommen. Und das führt dazu, dass wir, wenn wir so Standardtests rausbekommen, strukturierte manuelle Tests machen können. Wir können die Zeit von den Testern effizienter nutzen. Was wir auch geändert haben seit Joomla 4.0, sind stabile Releases. Das bedeutet, wie ich vorhin gesagt, naja, Releases waren früher mal zu Joomla 4.0, wo wir begonnen haben, da gab es eigentlich keinen Termin, wann Joomla 4.0 rauskommt. Es wurde released, wenn es fertig war. Was sehr schwer ist, wenn man eine Agentur hat, mit Kunden planen muss und sagt, okay, muss ich denn in 2 Jahren eine Migration machen oder muss ich in 5 Jahren Migration oder in 10 Jahren? Das sind halt
nicht verlässliche Zahlen. Und was wir jetzt gemacht haben tatsächlich ist, wir haben unsere Releases stabilisiert. Das heißt, wir haben jetzt feste Zeiten, ich glaube, kommt gleich noch eine Folie, aber wir haben feste Zeiten, wann Minor Releases und wann Major Releases kommen. Das heißt, ihr könnt jetzt für die Zukunft, für die nächsten 100 Jahre, wisst ihr genau, wann welches Release kommt und könnt damit planen. Weiterhin haben wir, wenn ihr mal in Joomla schaut, da gibt es einen Issue-Tracker, mittlerweile knapp 800 Bugs, was natürlich keine schöne Sache ist. Und leider hatten wir ja dieses kleine Thema Corona, was uns sehr von Pizza, Bugs and Funds abgehalten hat. Aber wir planen wieder regelmäßig Pizza, Bugs and Funds zu machen. Kennt es jemand nicht, Pizza, Bugs and Funds? Die Idee dahinter ist, dass wir uns treffen, überall weltweit, kleine Locations haben, kommen Leute zusammen. Es gibt Pizza, gesponsert vom Joomla-Projekt. Und man sitzt zusammen und fixt einfach Bugs, testet Bugs, schreibt Dokumentation und hat eine gute Zeit. Und unser Plan ist, dass wir immer vor jeder Minor-Version, also Minor-Version bedeutet, wenn wir jetzt 4.1.x, ist das X die Bugfix, dann ist die zweite Stelle ist die Minor-Version und die oberste ist die Major-Version, dass wir vor jedem Minor-Version so ein Pizza, Bugs and Fun machen, um die gröbsten Probleme gelöst zu bekommen. Und was wir auch festgelegt haben, dass wir schnelle Reaktionszeiten bei Code-Verbesserungen haben. Wir haben aktuell, ich glaube, knapp 250 Pull-Requests, wo Code in Joomla reinkommt, die seit Jahren da liegen. Und das wollen wir auch angehen. Zu Stable Releases. Wie gesagt, unsere Minor Releases sollen alle 6 Monate. Das heißt, ihr bekommt alle 6 Monate eine neue Minor-Version. Und es wird in jedem Release-Cycle für die 4, für die 5, für die 6 immer 4 Minor-Versionen geben. Also es wird dann eine 4.1, 4.2, 4.3 und eine 4.4 geben. Und die 4.4 wird dann immer, oder die 4er meiner Version wird immer mit der nächsten Hauptversion zusammenfallen. Weil ich glaube, es hat sich relativ gut angeboten mit der 3.10, wo man mit der 4.0 gemeinsam so als Übergangsversion, die alles nochmal aufräumt, alles bereitstellt, damit man relativ einfach migrieren kann. Und durch diese Planung haben wir dann tatsächlich auch feste Planungen, wann Feature- und Language-Frees sind. Das bedeutet, wir wissen genau, an welchem Tag, bis zu welchem Tag alle Features da sein müssen. Ab dem Tag könnt ihr mit dieser Testversion testen, ob eure Webseite kompatibel ist, eure Extension kompatibel sind, weil dann wird sich von den Features nichts mehr ändern. Die größte Änderung ist, keine Feature-Driven Releases mehr, wie früher, wo wir gesagt haben, Joomla 4 war so ein bisschen das Problem. Wir können es releasen, wenn Feature X fertig ist und Feature Y fertig ist. Und da es alles Volunteer ist, also alle Freiwillige dran arbeiten, war es immer so ein bisschen die Challenge und Sachen wurden nicht fertig. Und wir haben gesagt, das kann es nicht sein, weil Leute warten drauf. Und deswegen haben wir beschlossen, wir drehen das um. Wir setzen einen Tag fest, wenn ein Feature da ist, dann ist es super, kommt es rein. Wenn es nicht da ist, kommt es nicht rein. Und ist so ein bisschen dann auch der Druck gerne an die Community, wenn ihr ein Feature haben wollt. Ihr habt dann feste Zeiten, wo ihr das liefern könnt, dann kommt es rein. Und das macht es auch planbarer. Und was wir auch gemacht haben, ist größere Testzeiträume. Das bedeutet, früher war es so, durch diese Unwägbarkeit, wann kommt das Release, wusste man nicht, das, was ich jetzt teste, ist es jetzt schon das oder noch nicht. Und dadurch, dass wir es haben, haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, vor jedem Hauptrelease 1,5 Monate Zeit, um tatsächlich die Versionen zu testen, die dann rauskommen. Jeder. Und wir haben dann auch dadurch, besonders Sigrid ist da wieder mit ihrem Team sehr stark dran, frühe Kommunikation. Wir haben feste Pläne für Release Candidates, also diese Vorversionen, die man testen kann. Und wird sehr früh kommuniziert. Und das allerletzte ist, jetzt werden alle ein bisschen Luft einziehen, wir werden eine neue Major-Version alle 2 Jahre haben. Das heißt, Joomla 5 wird in weniger als einem Jahr kommen. Und jetzt werden natürlich, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal zurückschauen, wir haben uns jetzt nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, so zwischen den Hauptversionen, dass die einfach nur ein Knopfdruck sind. Und was wir so, ja, wir haben so diskutiert, an was liegt es denn, und das Offensichtliche war, wenn eine Joomla 3 vor, wann war das, knapp 10 Jahren rauskam und eine Joomla 4 dann 7, 8 Jahre oder
9 Jahre später kommen, dann haben wir so einen riesen Sprung in Technologien, dass wir es gar nicht handeln können, dass es einfache Migration ist. Und dadurch, dass wir diese Zeit sehr stark runter reduzieren, ist die Idee, dass tatsächlich wir mit Updates ja, relativ easy ein Update machen können. Easy, aber keine Migration, dass dann nicht mehr die ganzen Templates kaputt gehen, die Extensions kaputt gehen, sondern dass wir das immer nur in kleinen Schritten machen und das kommt diesem 2-Jahres-Release entgegen. Was dazu führt, wir haben schon die nächsten Release-Daten und ihr könnt einfach immer 6 Monate für die Minor-Releases machen und für die Stable-Releases 2 Jahre drauf. Ist am 19. April 2023 kommen die 4.3 und die 5.0 kommt am 17. Oktober 2023. Jetzt werde ich wundern, April und Oktober, 4.0 kam ja irgendwie in August. Und wir haben eine kleine Änderung gemacht und zwar haben wir von dem Februar-August-Release-Datum haben wir 2 Monate draufgepackt, weil August habe ich gehört, dass da manche im Urlaub sind und es vielleicht nicht so cool finden, dass sie im Urlaub jetzt plötzlich Releases mit Kunden machen müssen und Kunden bekommen eine Warnung, hey, Update jetzt. Und deswegen haben wir es um 2 Monate verschoben, einfach damit wir da in der Arbeitszeit sind und man das machen kann. Haben auch mit diesen Breaking Changes in Joomla, also im Sinne von, dass irgendwelcher Code rausfliegt, der von Extensions genutzt wird. Ihr kennt es vielleicht, Joomla 3 auf Joomla 4 ist Client und ist Site. Man kennt es vielleicht, so eine Fehlermeldung. Man updatet eine Extension und gibt dann eine Fehlermeldung, hey, ist Site, gibt es nicht mehr. Das ist so eine kleine Funktion, um zu checken, ob man im Frontend oder Backend ist. Und solche Breaking Changes haben ja das festgelegt, dass die zumindest 2 Jahre als Ankündigung dazwischen haben. Das heißt, wenn ich in Joomla 4 was ankündige, das entfernt wird, dann wird es frühestens Joomla 6 entfernt, weil es mindestens diese 2 Jahre braucht als Zwischenversion. Und wir können natürlich nur in den Hauptversionen Sachen entfernen. Das heißt, wenn es trotzdem knallt, könnt ihr euren Entwicklern da ein bisschen auf die Finger hauen oder euren Dienstleistern, die dadurch Extension, weil die haben dann 4 Jahre Zeit insgesamt, um das zu reparieren. Und eine weitere wichtige Änderung, PHP 7.4 läuft aus dieses Jahr. Das heißt, Joomla 5 wird nur noch auf PHP 8.1 laufen. Hat den riesen Vorteil, dass mit 8.1 sehr viele Optimierungen in PHP passiert sind, von denen wir dann nutzen können. Deswegen schaut euch rechtzeitig um, dass euer Host das unterstützt. Und es ist nicht mehr, ja, 7.4 ist nicht die Zukunft. Wir haben jetzt auch natürlich auch einige Herausforderungen. Ihr seht, viele Pläne. Und viele Pläne bedeuten auch, wir haben viele Aufgaben zu erledigen, Herausforderungen zu lösen. Und da seid ein bisschen ihr gefragt. Wir haben so die Vergangenheit von allen Releases mal angeschaut. Wann ging es gut, was ging schief, was hätte verhindert werden können. Und das größte Problem, was wir haben, ist, dass Releases nicht frühzeitig getestet werden. Da ist dann ein Release da, die Vorversion von dem Release. Dann ist Ruhe, Ruhe, Ruhe und dann wird es released und dann schreien alle auf. Und wir haben von Sigrid das Team, das CMS-Team, Release-Team, die sind sozusagen, die geben das letzte Daumen hoch. Aber wie gesagt, das sind 6 Leute. Und ich habe mit ihr geredet und gesagt, hey, Sigrid, wie können wir dich unterstützen? Und dann hat sie gemeint, naja, schön wäre es, wenn die Leute mal nicht am Tag vor dem Release ihr Zeugs testen oder 5 Tage nach dem Release, sondern früher und uns Feedback geben. Und dadurch, dass wir jetzt dieses getimte Release haben, alle 6 Wochen, das Bugfix haben wir auch getimed. Es gibt alle 6 Wochen gibt es eine neue Joomla-Version, ein Joomla-Update, wenn nicht irgendwie ein Security-Issue aufkommt. Aber sonst haben wir alle 6 Wochen einen Bugfix. Und wenn jeder da 2 Stunden rein investieren könnte, und zwar wäre der Schritt, ist eine Woche vor diesem Release, gibt es die neue Version, einfach eine Kopie seiner Website zu erstellen und einmal ein Update reinzuspielen und schauen, ob noch alles geht. Das würde uns ungemein helfen. Weil wenn ich schon hier sehe, wie viele sind wir hier? Knapp 50, 60, 70 Leute. Das wäre unfassbare Hilfe für uns, wenn die Leute das machen können. Und die Sigrid ist gerade dabei mit ihrem Team, eine Struktur aufzubauen, wo automatisierten Newsletter, glaube ich, ist irgendwas geplant, wo die Leute informiert werden, ihr bekommt dann eine Anleitung, wie das geht
Und wer da Interesse hat, entweder direkt zu ihr heute oder ihr eine E-Mail schreiben, weil ich glaube, um wirklich Joomla stabil zu bekommen, brauchen wir hier irgendwas, müssen wir irgendwas machen, weil aktuell ist ja viel zu testen, viel zu überprüfen und wenn wir ganz ehrlich sind, die Theorie ist ja schön, wenn wir so in der Theorie alles testen, aber die Praxis halt tatsächlich Seiten, die 30 Extension haben, irgendein Template von irgendeinem Template-Club, wo wir nicht als Testcase dran gedacht haben. Deswegen ist das mein Aufruf hier, ja, einfach mal zu testen. Dann seht ihr auch, was passiert in Joomla. Fragen? Genau, also ja, fürs Mikro wiederhole ich, guter Einwurf von Tobias. Feature Freeze bedeutet, dass der letzte Tag, an dem was gemerged werden darf, aber es darf natürlich früher und es soll früher gemerged werden. Je früher wir irgendwelche neue Funktionen drin haben, können sie natürlich länger getestet werden. Und das gleiche auch für Language Freeze, das bedeutet nur, ihr wisst ja, Joomla ist ja mehrsprachig, hat viele Sprachdateien, da können wir natürlich nicht am Tag des Releases erst sagen, okay, so jetzt bitte fangt an zu übersetzen, sondern die Teams brauchen ein paar Tage Vorlauf, um für die neuen Versionen die Sachen zu übersetzen. Deswegen haben wir zwei feste Daten. Ich glaube, Feature Freeze ist eineinhalb Monate vorher, vor dem Release, und Language Freeze sind zwei Wochen vorher, wo es dann einfach gestoppt wird und nichts mehr geändert wird, damit die Leute da arbeiten können. Aber gerne früher. Also ich bin Sigrid. Am Dienstag kommt Joomla 4.2.3. Es gibt einen Release-Candidate. Nehmt euch einen Laptop, ladet euch das runter und testet das an einer Kopie von eurer Webseite. Es wäre allen sehr geholfen damit. Wo finde ich denn das Release-Candidate? Googlen. Es ist am einfachsten. Nein, aber auf joomla.org findet man auch die Informationen. Es gibt immer ungefähr eineinhalb Wochen vor dem Release gibt es einen Release-Candidate. Das ist das Paket, wenn keine Fehler mehr kommen, mit dem man testen soll. Ja? Also Backup machen von der Seite, es hilft immer auch. Man weiß, man hat ein funktionierendes Backup von der eigenen Seite oder von einem Kunden, mit dem das vereinbart ist. Kopie machen, Update installieren und wenn euch was auffällt, melden auf GitHub oder schreibt mir eine E-Mail. Ja? Also, oder auf Glip oder sonst wo, aber meldet das irgendwo. So, wir wissen es nicht. Ja? Also wir kennen eure Installationen nicht. Ja, da ist ein Tippfehler drin, Gramlinger mit einem M. Oh, Entschuldigung. Ja, bitte? Das E-Mail kommt niemals an. Nein, nee. Glip, auf Glip, ich schaue jeden Tag auf Glip rein, meldet euch. Es hilft allen, die Qualität, ne? Genau. Dankeschön. Ja. Also wie ich finde, ich glaube, wir haben von der Vergangenheit gelernt. Die Frage ist, nun bekommen wir es auch umgesetzt? Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich sehe das sehr positiv mit Joomla. Besonders, dass ich jetzt, ich glaube, der Gedanke muss weg sein, wir müssen mit WordPress konkurrieren, wir müssen mit Wix konkurrieren, wir müssen nicht mit diesen konkurrieren, weil das sind Seiten, so ich sage mal, 300-Euro-Projekte, das ist nicht Joomlas Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind, wir haben so ein Framework mit diesen Keypoints wie Accessibility, Performance, SEO, out of the box und viele andere Features, das ist tatsächlich in diese Richtung ja, öffentliche Hand, öffentliche Stellen, auch ich sehe so ein bisschen, ja, ich fühle sie Fundraising-mäßig, das ist tatsächlich so Webseiten, die ein bisschen mehr den Anspruch haben, nicht nur ihre Visitenkarte mit einer Seite sind, die sollen alle zu Wix gehen, das ist doch, oder zu, weiß ich, was gibt es da noch für Clicky-Dinger, wo man sich zwei Seiten zusammenstellt. Was wir haben, sind, wir haben so ein Framework mit so vielen Funktionalitäten, wir sprechen diese großen Seiten an. Und ich glaube, hier brauchen wir uns vor keinem CMS verstecken, in irgendeiner Form. Nur müssen wir als Community es verstehen, dass wir in diese Richtung gehen können. Und die Argumentation ist nicht, wir verkaufen jetzt Joomla, sondern wir verkaufen diese Features, die nur wir haben, ohne Zusatzkosten. Und deshalb denke ich, wir haben eine Zukunft. Dankeschön.